Hallo Freunde, willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Immer noch 1-7. In der letzten Folge sind wir ja bei den Polaris rumgeeiert und haben eine ordentliche Geldquelle entdeckt. Ich bin nach wie vor begeistert, wie einfach man hier, ja doch, Hunderttausende bis Millionen scheffeln kann. Einfach einen Konstruktor 10 Minuten laufen lassen. Ich bin begeistert, macht richtig Laune. Ich bin dann auch ein Stückchen weiter geflogen, habe die Dressari gefunden, allerdings nicht die Dressari, die ich am Anfang geflogen habe, die kleine, sondern die große, die Dressari Tormentor oder so irgendwas. Ganz, 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 ganz biestiges Schiff, mit der habe ich mich bei 2 Stunden beschäftigt. Bis die kaputt war, war von der auch überhaupt gar nichts mehr übrig. Die hatte überall in den Innereien ihre Generatoren verteilt gehabt und bis die alle in die Luft geschossen waren, hatte ich schwere Schäden an der Dressari, nein, an der Bane hier und von der Dressari war effektiv nichts mehr übrig, was auch nur halbwegs brauchbar gewesen wäre. Ich habe das jetzt alles zwar aufgenommen, ich werde es allerdings nicht posten, es sei denn, irgendeiner von euch legt einen gesteigerten Wert drauf, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, zusammengeflickt ist sie jetzt und wir werden uns weiter Richtung Pirat Heimatwelt bewegen als Langziel. Ansonsten, wir haben ja die Quest, die G-Systeme zu erforschen und der werde ich jetzt weiter nachkommen. Wie ihr seht, die Bane ist wieder geflickt. Ich habe sie hier angeschlossen, zusammengeschraubt. Es ist wieder alles dran. Strahlt wieder in altem Glanz. Ich möchte jetzt gerne. Was möchte ich denn? Nach Skumosh fliegen. Das ist hier ein Stück nach unten in G3-System. Wir sollen ja noch G3-Systeme erforschen. Dazu würde ich jetzt natürlich auch die Quest nochmal einschalten müssen, sonst funktioniert das auch alles gar nicht. Dann mussten wir irgendwie den Karren ausgerichtet bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ist der Sprungmarker ist. Habe ich den jetzt irgendwie gar nicht ins Target genommen? Könnte helfen. Die Horle habe ich natürlich da schon vorgesprungen, deswegen war da die Linie. Hier haben wir 3 Exploration Sites. Wir haben einen Strange Temperate Planet. Da halte ich natürlich wieder nach Strange Statues Ausschau. Und nach den Talons, vielleicht kann man da noch ein paar Früchte kaufen. Wir haben hier mal wieder so ein Piratencluster. Da weiß ich gar nicht, was es. Was es hier gibt. Aber hier gibt es irgendwo Gold. Was ist denn das für ein Sektor? Das ist der. Wir sind doch hier gar nicht mehr bei OA. Das ist noch die Sektoranzeige vom letzten. Okay, vom letzten Sonnensystem ist das hier die Information. Spannend. Gucken wir mal kurz zu den Piraten. Ansonsten würde ich dann hier die. Das ist ein Wreckage Field, da kann man auf jeden Fall looten, da könnten Banditen sein. Schauen wir uns doch das mal zuerst an. Und dann könnten wir die beiden Exploration Sites auch entsprechend anschauen, denn wir brauchen ja auch. Irgendwann nochmal Schlüssel für die Progenitor. Genau genommen brauchen wir natürlich nicht den Schlüssel für die Progenitor, sondern für den Progenitor-Schlüssel, dass wir hier eben entsprechend die Warp-Gates aufschalten können. Um mal zu sehen, wie es denn im Progenitor-Space ausschaut. Ich fliege da jetzt einfach mal vor. Ich weiß nicht, was uns erwartet.
paar Sekunden später. Schöner Nebel auf jeden Fall. Und ja, Fracks ohne Ende. Da würde ich fast sagen, macht das eher Sinn, mit der Hauler mal vorbeizukommen, als mit dem Kampfschiff. Warum die Bane schießt, weiß ich nicht. Ah, da ist ein Laser-Sentry. Laser-Sentry ist für dich natürlich in Summe blöd. Schieß. Doch gut, dass wir mit der Bane vorgeflogen sind. Die fängt jetzt natürlich an, auch die Kerne rauszuschießen aus dem Wachs, das möchte ich natürlich nicht. Wie ihr seht, mich hat schon wieder völlig hier die Neugierde gepackt. Ja, das hat so im Großen und Ganzen pulverisiert, würde ich sagen. Warum verhedderst du dich denn jetzt, bitteschön? Großschiffe sind nicht immer vom Vorteil, stelle ich fest. Was auch immer das hier jetzt ist. Oh, da kann man schon fast durchfliegen. So, jetzt hängt der Poppes dran. Naja. Da ist der Kern. Ja, die Teile kennen wir aber, die haben wir auch schon gelootet. Jesus Maria, schaut dir das mal an. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt hier auf der Bane. Da werde ich mit der Hola kommen und werde das da mal auf Kamera aufschlürfen. Zumindest mal die Geräte dort rausnehmen. Die Sinn machen, die man brauchen kann. Dann springen wir mal zu den Piraten kurz rein. Gucken, ob es da irgendwas gibt, was wir noch nicht kennen. Kann man so jetzt rausfliegen? Ja. So verheddern wir uns nicht. Der Nebel ist ganz schön. Warum der sich jetzt dreht wie ein Kreisel, weiß ich nicht. Lustig ist es auf jeden Fall. Ja. Spielt sich alles vor uns ab. Defense-Plattformen sind geschenkt. Satium-Asteroid. Aber ich muss die ja jetzt nicht abschießen, das kann ich auch wirklich nachher auf Kamera machen.
Lieber mal da schnell rüberfliegen, gucken, was es noch an Asteroiden gibt. Hier in dem Nebel. Eine Privateer Corvette. Die hat noch nicht mal ein Schild, wenn wir Glück haben. Die können wir auch ohne Artillerie, die wahrscheinlich aus dem Himmel schießen. Aluminium-Asteroid, das wäre zu überlegen, ob wir den nicht mitnehmen. Kobalt. Brauche ich jetzt auch nicht ganz so dringend. Outposts werde ich auf Kamera looten, da ist einiges an Munition drin versteckt, die Gunbat. Und dann ein Slave Market, den kennen wir nicht. Smuggler-Hideout, klar. Und dann machen wir auf jeden Fall den Slave Market. Was sind denn das für Fußabdrücke? Ach, das sind die Outposts. Die Gunbat hat auch schon mich hier ins Target genommen. Da kommen die ersten Drohnen angeflogen. Haben wir schon gesehen, nehme ich nicht auf. Ich schieße das jetzt aus dem Weltraum und dann schauen wir uns den Sklavenmarkt an. Ich bin am Sklavenmarkt, den haben wir schon gelaufen. Wenn ich davor gestanden habe, war mir das klar. Das ist dieser Asteroid mit dem Arrest rum. Den müsste ich eigentlich aufluten, weil ich habe fast kein Arrest rum mehr. Ich bin rein, habe den Comeback geschossen und habe einmal grob durchgewischt. Ich habe etliches an Personal rekrutieren können. Die sind jetzt allerdings über alle Kisten verteilt, denn ich habe mal wieder nicht aufgeräumt. Und entsprechend sind die Kisten leider jetzt etwas zu voll. Out im In könnten eventuell sein. Zumindest mal kann ich das hier ins In reinpfeffern, dann habe ich das aus den Füßen. Warum hier jetzt Gemüse, ne? Und nicht im Kühlschrank. Aber Ziel hat das Wachstum am besten nicht. Du wirst keine sinnvolle Antwort bekommen auf den Mist, den du da machst. So, Loot 1 ist per se erstmal voll. 2. Also ich möchte mal ganz frech behaupten, wir haben Personal. Was ich auch gemacht habe auf der Privateers Corvette, die habe ich nicht mit Artillerie zerschossen, sondern ich habe mit den Lasern hinten den Generator angedotzt, dann ist der hoch und ich habe zwei Heavy Laser Turrets gefunden. Auch das ist eine Sache, die ich eigentlich sehr positiv bewerte. Die möchte ich jetzt gerne einbauen. Retractable Heavy. Die vorderen, die werde ich jetzt erstmal nicht auf Heavy upgraden, denn ich krieg die immer als erstes rausgeschossen.
Wenn wir mal auf Halte haben, dann können wir die Vorderen auch entsprechend. Aufstocken. Ich glaube, der Ton war's. So, denn ich habe hier oben ja noch links und rechts hier einfache Laser. Da würde ich dann eher dazu übergehen, hier oben die Laser eben auf schwere Laser aufzurüsten. Die sind weiter hinten. Da ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die nicht gar so schnell abgeschossen, runtergeschossen werden. Wobei auch ich überlege, vielleicht die hier gleich nach hinten zu setzen. Dann sind wir nochmal eine Stufe sicherer, denn die, wie gesagt, wachsen leider nicht wie Sand am Meer. Ich habe auch hier automatische Geschütze, das heißt die ganz normalen Turrets. Als Schwert, da wird man natürlich die Drohnen besser runterschießen, allerdings sehe ich hier immer noch die Problematik mit der CPU. Und von daher würde ich die immer noch erstmal auf normalen MG-Geschützen lassen. So, nein, erst demontieren. Was auf jeden Fall sicher ist, dass wir auf jeden Fall. Ja, was auf jeden Fall sicher ist, dass wir auf jeden Fall. Zieler, was hast du in Deutsch wieder heute? Also, nochmal den Satz. Was auf jeden Fall sicher ist, dass wir die Laser erst komplett auf schwere Laser aufrüsten müssen, bevor wir uns mit den Dekapacitern und so weiter auseinandersetzen können. Denn wir müssen halt von denen so schnell wie möglich die Schilde runterkriegen. Und dann mit den vier Artillerie versuchen, auch hier sehr schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Denn wenn da mal drei oder vier Stück zusammen sind, dann gibt es den Tanz um den heißen Brei, Ringelpiez mit anfassen und dann rein, raus, hoch, runter, links, rechts. Das ist dann eher wieder im Bereich witzlos. Ich werde auch sicherlich noch Schildmodule einbauen müssen. Wir werden jetzt auch mal die CPU anschauen. Ja, 91, ne? Das Upgraden, das kostet einfach Personal ohne Ende. Ach nein, CPU ohne Ende. Und da ist es sicherlich so, dass wir hier auch nochmal nachsteuern müssen, was die NPCs angeht. Wir haben doch auch einen Humanoiden auf der Bank. Ist das hier schon mal ähnlich? Eine Bank möchte ich hier noch mit einem Alien ausstatten. Allzu
baugleich gestalten ist natürlich auch doof, das wird dann langweilig vom Auge. Wo können wir denn noch Menschheit unterbringen? Auf unserer Brücke. Auf unserer Kampfbrücke hier unten. Haben wir ja noch die kompletten Gerätschaften unbesetzt. Ist die erste. Ne, das ist was anderes. Wir setzen dich dahin. Dann haben wir doch hier einen Alien-Taktiker. Dann haben wir hier Platz. Und hier oben. Das dürfte eigentlich alles an Ingenieurwesen gewesen sein, was die Aliens hier aufzubieten haben. Aber auch hier ist es nicht sonderlich viel. Hier könnten wir halt noch so zwei von denen. Von den Arbeiterjungs hinsetzen. Den, da ist er. Den Konsolenguy. Das ist mein Arbeitsplatz. Funktioniert prima. Wie sieht die CPU aus? 93. Hier drin ist absolut kein Platz. Hier oben ist noch Platz. Da könnte man eigentlich auch mit Treibstoffbehälter oder so irgendwas lagern. Aber, gefährlich. Das wird mir zu eng, wenn ich ehrlich bin. Da ist mir zu wenig Platz. Dann haben wir hier Kern- und Generatoren. Die Generatoren, die möchte ich natürlich gerne. Gerne noch hinter eine Glasscheibe packen. Da können wir natürlich dann auch noch Generatoren hinpacken. Ich weiß nicht. Es ist so, dass die halt auch nicht wirklich schießen, ne, wenn man sich da nähert, aber das macht erstmal überhaupt nichts. Wir könnten oben bei den Treibstoffbehältern auch noch Personal abstellen. Und da geht's in die Tankanlage.
passen die aber nicht rein. Weil hier wahrscheinlich. Verstehe ich nicht. Die sind doch keine zwei hoch. Genau. Geht doch. So an. Ich muss halt irgendwo die NPCs unterkriegen, weil ich brauche die CPU und ich möchte halt jetzt auch nicht alle stupide einfach nur in einen Raum puzzeln alle miteinander. Weil das geht auch. Das ist absolut kein Unterschied, ob ich die jetzt hier schön verteile oder ob ich die einfach in einen Raum in Frachtraum stelle. So, wenn dann natürlich die Behälter hochgehen, dann hatte ich mal die längste Zeit Personal gehabt. Macht aber nichts. Nächster Sklavenmarkt, kriegen wir wieder 10 Stück neue. Wobei das jetzt auch schon völlig übertrieben ist, was wir hier machen, ne? Nur, dass die Dinger hier tatsächlich niemals in die Luft geschossen werden. Weil dann haben wir natürlich auch von unserer Fliegerei irgendwo schwere Navigationsfehler begangen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ins Blaue rein. Ich meine, das ist ein Militärschiff, da kann auch irgendwo hier Wache rumstellen, ne? So. Jetzt haben wir mal alles an NPCs verteilt, was wir hier auf dem Kutter hatten. Das sieht doch schön aus. Das ist doch schon viel besser. So lässt sich's leben. Jetzt muss ich den ganzen Kram hier noch schön aufsortieren. Wir haben jetzt. Das mache ich mal in die Laser rein. Schauen wir mal, was wir da jetzt an Laser im Angebot haben. Laser, Laser, Laser. Da müssten noch Laser drin sein in der. Und einer müsste noch drin sein. Large, large, large. Large. Nö. Laser 8. Da fehlen zwei. Ich müsste in Summe 10 Laser haben. Na, wenn ich da jetzt oben aber was eintippe und suche, dann klappt es mir hier das Ding auseinander. Da ist ein Laser. Da ist der nächste. Protected, okay. Ja, weil ich nämlich hier nach Laser eintippe, dann finde ich zwar die Laser, aber mittlerweile sehe ich die Gruppen. Ich habe eine ganze Zeit lang mal keine Gruppen gesehen. Ja, die hier hat er jetzt in der Gruppe Laser, obwohl die gar nicht in der Gruppe Laser drin sind, ne? Und auch die Single Doors sind dann eigentlich in der Gruppe nicht drin. Das ist ein bisschen komisch mit der Suche hier.
So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 4 schwere Laser. Das ist sicherlich deutlich mehr Karacho, wie wir vorher hatten. Finde ich per se mal ganz gut. Ansonsten ist hier eigentlich nichts Interessantes. Wie gesagt, die Privateer Corvette, die hatte hier gut gekämpft. Was heißt gut gekämpft? Sie war schnell unten runtergeschossen. Sie hatte halt einfach jede Menge von den schweren Waffen dabei. Also zwei schwere Laser und dann noch mal zwei, drei schwere MGs. Vielleicht noch einen mehr, ich weiß es nicht. Ich habe die an der Seite aufgerissen gehabt, weil halt der Bobcon explodiert ist. Artillerie machen wir aus, Laser machen wir an. Hier ist die Defense-Plattform. Das ist natürlich eine Basis. Was ist denn jetzt? Jetzt gehen wir nochmal schnell das Schild aufladen. Das ist jetzt wieder so eine ganz typische Zielaktion gewesen, ne? Wir wollen es ausprobieren, schalten aber nicht die Laser auf die Basen. War. Ich hätte erwartet, dass hier meine Laser mehr Musik machen. Schießen die denn überhaupt? Die oberen schießen, ne? Einer schießt. So. Könnte helfen, wenn man die ganze Gruppe konfiguriert. Ja, so sieht es doch schon viel anders da aus. Zack, bumm. So stelle ich mir das vor. Genau so stelle ich mir das vor. Wenn man nämlich jetzt die Laser nimmt anstatt die Artillerie, kann man auch hier wieder die Geschütze runterschrauben und Z-Deppern, dann kommt da auch wieder das Kostium raus, etc. pp. Das ist so, wie das gehört. Von rechts werden wir jetzt natürlich von den Antipersonengeschützen hier noch weiter penetriert. Soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal euch gezeigt habe. Boah, das ist mir jetzt zu knubbelig. Aber bei denen gibt es auch einen Trick, wie man die relativ einfach umhämmert. Kann ich euch mal zeigen, wenn ich einen einzeln finde. Ich möchte jetzt allerdings hier jetzt nicht zwingend mehr Munition verschießen als notwendig. Wir gehen in die Zone Exploration Site Nummer 3.
Und was haben wir hier? Ja, da sind vermutlich Datacaches versteckt. Da müssen wir, glaube ich, 100 Terabyte Datenschnipsel sammeln, um uns dann, wie gesagt, den Progenitor Key zusammenzustellen. Da bin ich auch noch nicht wirklich weitergekommen. Ich müsste jetzt nur mal den im Out müsste ich noch haben, denn die Sonde da in den Anzug packen. Irgendwo habe ich die irgendwo ständig verlegt. Ich hätte mir bestimmt schon 30 oder so gebaut. Da ist doch schon mal ein. Das ist unfair, dass das jetzt nicht zählt. Da müssen wir raus und nochmal reinwerfen. Na gut. Oder wir nehmen es einfach beim nächsten G-System mit. Da werden wir sicherlich noch ein paar entdecken auf unserer Reise. So, dann nähern wir uns langsam. Sind wir da jetzt taktisch dran vorbei? Ja, natürlich sind wir da dran vorbei. Ich weiß nicht, was wir da entdeckt haben. Sag mir nicht, dass das so eine blöde Hacking Station ist. Nee, ist es nicht, wie es ausschaut. A damaged black box, download data to PDA and investigate. Das machen wir. Ich sollte den Sektor untersuchen. Your scanner picked up the signal of interest. Sensor Ghost. Okay, wir haben einen Geist auf dem Sensor. Das ist spannend, das gefällt mir, das kenne ich überhaupt noch nicht. Ich fliege da gerade mal eben schnell rüber. Also einmal schnell gebremst, um die Kamera wieder anzumachen. 700 Metern sind wir da. Der Computer untersucht die Daten oder analysiert die Daten, um weitere Hinweise zu finden. Wir haben einen neuen Wegpunkt bekommen. Das ist diesmal eine Radarreflexion. In der Nähe.
Mal gucken, was wir jetzt entdecken. Dingeling. 5000 Credits für nix? Computer analysiert wieder. Okay. Computer analysiert noch einmal. Okay, also 5000 Credits nur, um eine Radarreflexion anzufliegen, ist mehr als großzügig. Jetzt fliegen wir wieder zurück zu einem Ausgangspunkt, mehr oder weniger. Da vorne ist das Suchgebiet. Zehn Pentaxid. Er analysiert erneut und sucht nach Hinweisen. Alles klar. Und der Scanner hat wohl die Quelle des Signals entdeckt. Die Signalwelle, nicht Welle, Quelle ist gute 13 Kilometer entfernt. Auch da fliegen wir jetzt hin. Jei. Was war denn das schon wieder? Also bis jetzt 5000 Credits. Oder Kreditkarten-Credits. Und 10 Pentaxid. Für nur dumm in der Gegend rumfliegen. Ich beschwere mich da überhaupt nicht drüber. Nehmen wir gerne. Wir könnten die natürlich auch gleich hier mal in den Pentaxid-Tank füllen. Dann hätten wir hier auch gleich mal wieder voll. Sprit könnten wir auch auffüllen, sehe ich, wenn ich auf die Armaturen schaue. Manchmal gucke ich ja auf die Armaturen, so ist es ja nicht. Irgendwas schafft mein Rechner im Hintergrund gerade. Es hängt manchmal wieder ein klein wenig. Ich nehme an, er rendert irgendwie wieder. Oder denkt viel mehr drüber nach, wie er jetzt das Video im Hintergrund rendern soll. Was denn da? Was zur Hölle? Ich hoffe, das schießt nicht. Ich schieße. Spannend. Hier sind wir gegen irgendwas der Wetter gefahren. Von unten könnten wir vielleicht reinfliegen. Also das sind auf jeden Fall irgendwelche... Wow, wow, wow. 30.000 Geld, 3 technische Artefakte. Okay, das nehme ich gerne an. Ich möchte mir jetzt natürlich auch ganz gerne mal noch hier den Schrott angucken, der hier rumliegt. Und was für eine Wolke das ist und... überhaupt. Das ist so mehr als spannend. Okay, das sind Alien-Blöcke. Hier strahlt's auch gut. 1000, da ist eine Mine. Prometheum-Tank. Ah, die Mine. Ah, ich weiß, was diese Mine ist. Die Mine ist halt einfach dieses Explodierteil da hinten. Ja, okay, verstehe ich.
So, wir verbinden das da mal rüber. Also die technischen Artefakte, die geben auf jeden Fall eine nicht unerhebliche Menge an Kredits. Warum das kaputt ist, weiß ich nicht. Ist noch ein Promethium-Tank. Dass die Mine da noch nicht explodiert ist, ne? Die Nase von der Bahn hängt da ja mehr oder weniger drinnen. Das dürfte aber so weitestgehend gewesen sein, ne? Irgendwo wird auch ein Kern da drin versteckt sein, in irgendeinem der ganzen Plätzchenlandschaft. Das ist sehr schön gemacht, das gefällt mir. Mega. Die Belohnung, also die drei technischen Artefakte, Sprit, Promethium-Pellets, Geld. Bin ich zufrieden mit. Völlig, völlig. Was absolut wert, hierher zu fliegen. Exploration Site Class 3. Wreckage Field, da waren wir. Klasse 2. Schauen wir auch noch mal kurz rein. Oder echter Nebel des Grauens, habe ich mich erschreckt, wie das Ding da aufgetaucht ist. Guti Omega. Ich habe hier eine Cirax Poibis ausschaut auf dem Radar, das ist auf jeden Fall was Gutes. Epsilon Signal Relay, das kenne ich, das kann man kaputt machen und hacken. Das wird allerdings hier ein Großkampfschiff sein von den Cirax. Das habe ich im 1.6 schon mal besucht, so eine Seite. Und die haben wir dann irgendwie, das war, wo man diesen Code auswürfeln musste. Ich habe auch irgendwo noch meine Notizen, wie die Codes gingen. Oder was ich schon ausprobiert hatte. Aber erwartet nicht, dass ich die jetzt nochmal finden tue. Zumindest nicht auf die Schnelle. Kilometer. Habe ich schon erwähnt, dass mir die Bane richtig gut gefällt zwischenzeitlich? Ich könnte hinten natürlich nur eins von den Minigun-Geschützen runternehmen, aber es ist minimal, was die an CPU brauchen, von daher könnte man eher noch eins dazu setzen. Nur mal damit er eine Idee bekommt.
Unser ganz großes Raumschiff. Da arbeiten wir noch eine ganze Weile für. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich das nicht runterstrippt die Waffen auf unupgegradete und wir es dann reinspawnen und dann mit der Zeit upgraden können. Dann haben wir wenigstens ein bisschen früher was davon. Wenn wir normale Laser drauf machen oder normale Plasma und schwere Artillerie-Upgrades und all den ganzen Kram erst freispielen, so mit der Zeit. Was sagt denn eigentlich hier der? Ja, der hat Ausrufezeichen. Hier passt das überhaupt nicht, dass wir hier in der Nähe der Station sind. Input Error. Hack. Ja, das war das 6:30 Remaining. Oder auf Pause drücken. Ich guck mal, ob ich die Check your guess against the first digit. You have 5, 3 digits is lower. Is higher. Gut, dann ist es 4. Code is higher. Higher? 4,8. The third digit is lower. Ah. Jetzt machen wir mal, dass wir Land gewinnen, bevor uns hier irgend so ein Xerox in den Poppes schießt. Wissen wir eigentlich mittlerweile, was da rumfliegt? Nö, ist immer noch 25 Kilometer entfernt. Haha, Elebage. Gut. Haben wir noch was mich interessiert hier eigentlich? In der Dreierzeit waren wir, im Wreckage Field waren wir, hier waren wir. Könnte ich jetzt hier noch rüberfliegen auf den Temperate Starter? Und dann fliege ich die Holler hier einmal im Kreis, sammle ein, was ich ganz gerne hätte. Und dann können wir eigentlich auch schon ins nächste System fliegen. Dann dürfte jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel Interessantes passieren, falls doch, hole ich euch natürlich gleich wieder bei. Und damit kommen wir auch wieder zum Ende der Folge. Wir haben viel erlebt, wir haben Personal aufgestellt, wir haben die Bane verbessert, wir haben die Exploration Site Nummer 3 kennengelernt. Ich fand sie immer noch großartig. Wir haben uns beinahe in die Hose gemacht hier jetzt in der Exploration Site 2 mit dem Riesenschiff, was auch immer es war. Ich nehme an, das ist die große Schwester von der Bane ist, also das Xerax-Trägerschiff. Name fällt mir gerade nicht ein. Ich hoffe, es war für jeden was dabei und euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo, falls nicht geschehen. Bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Schreibt eure Ideen, Fragen, Meinungen, Kritik, was auch immer euch einfällt in die Kommentare. Ich lese es gerne durch und antworte dann auch innerhalb von einem Tag. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.